Moin liebe Wölfe zur neuen Weekly Wolves und wir starten diese Ausgabe direkt mit einem kleinen Quiz. Woran merkt man denn bitte, dass bald die Sommerpause ansteht? Na? Na zum einen, dass wir hier langsam bei Wölfe TV in kurzen Sachen moderieren können und zum anderen, dass die Trainingsplätze rund um die Arena neu gestaltet werden. Das seht ihr hier im Hintergrund und lasst euch von dem kleinen Krach bitte nicht stören. Wir schauen an dieser Stelle nochmal auf das vergangene Wochenende als erstes zurück und zwar das 1:0 von Jay Brooks. Insgesamt ist es 1:1 gegen Stuttgart ausgegangen und damit ist auch rechnerisch die Klasse gehalten. Unterlegt wird das Tor natürlich mit dem Stimmen vom Wölferadio. Und der Rest postiert sich so im Elfmeterraum. Ball kommt rein. Na, ist Brooks und da ist der Ball im Tor. Maximilian Arnold mit der Flanke bzw. Ecke von rechts. Scharf getreten auf den ersten Pfosten. Und da ist Brooks, lässt die Kugel über die Glatze rutschen und schlägt da ein. In seiner Abschiedstour. Im langen Eck des Tors. Und Jay Brooks mit der 1:0-Führung hier für den VfL. Sehr schön, sehr schön. Alle haben sich dann so ein bisschen auf Höhe des Elfmeterpunktes postiert. Die Flanke kam mittig in den 5-Meter-Raum rein. Die Gesamtbilanz zwischen den Rheinländern und den Grün-Weißen spricht klar für unsere Wölfe. Von 31 Partien konnten 14 gewonnen werden. 7 Duelle entschied der FC für sich. Der bis dato letzte VfL-Auswärtssieg in Köln liegt allerdings schon ein paar Jahre zurück. Am 6. August 2011 gab es einen 3:0-Erfolg. Im Schnitt fallen mehr als 3 Tore, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. In der Domstadt gab es zwischen dem VfL und dem FC bisher erst ein torloses Remis. Im März 2001 hieß es am Ende 0:0. Die Kölner zeigen sich in dieser Saison vor allem nach Flankenbrand gefährlich. Einzig Hoffenheim traf öfter im Anschluss an eine Flanke aus dem Spiel heraus als der FC. Zudem erzielte nur der SC Freiburg mehr Tore durch Kopfbälle als die Mannschaft von Steffen Baumgart. Umsichtig im Spielaufbau. Die Grün-Weißen ließen nur 7 Gegentore nach einem Ballverlust im Spielaufbau zu. Einzig Leverkusen ist in dieser Hinsicht besser. Blicken wir nun auf unsere Wölfin. Die haben unter der Woche 5:1 bei der SGS Essen gewonnen. Und damit haben wir ein Matchballspiel um die Meisterschaft am kommenden Sonntag 16 Uhr beim Tabellenletzten aus Jena. Jetzt an dieser Stelle schauen wir aber erstmal an den Elsterweg und zwar aufs Personal, denn da hat sich auch in diesen Tagen einiges getan. Zum einen wird Turit Knag ihre lange und erfolgreiche Karriere im Sommer beenden. Die 31-jährige Offensivspielerin wird ihre Fußballschuhe zum 30. Juni 2022 an den Nagel hängen und sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen. Wir sagen an dieser Stelle alles Gute für deinen weiteren Weg, liebe Turit. Ein Duo hat dagegen die Verträge verlängert und zwar bereits am Dienstag Felicitas Rauch und am heutigen Freitag auch Tabea Wasmuth. Die Nationalspielerinnen bleiben jeweils bis mindestens 2025 beim VfL. Ja, ich fühle mich einfach super wohl hier. Es macht mega Spaß, mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Und ja, man hat in dieser Saison schon eine riesen Entwicklung gesehen. Und ich glaube, dass wir noch super viel Potenzial in der Mannschaft haben. Und ja, es macht einfach unfassbar Spaß, Teil der Mannschaft zu sein. So, liebe Wölfe, das war's mit der Weekly Wolves für diese Woche. Samstag 15:30 geht's für unsere Jungs in die Domstadt. Und da wollen wir natürlich die Europa-Party fürs Erste crashen. Am Sonntag dann unsere Mädels in Jena mit dem Matchballspiel um die Meisterschaft. Und wir hoffen natürlich bei allem Respekt an dieser Stelle, dass dort die Meisterschaft eingefahren wird. Und dann gibt es allerhand Content auf dem Channel, also schaltet auf jeden Fall Sonntagabend ein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage an dieser Stelle bis nächste Woche. Bleibt gesund und munter. Euer Felix.